Geistergeschichte können Sie bei mir nicht erfragen, weil ich noch nie etwas erlebt habe und ich bin fleißig in der Nacht gegangen, voraus in meine junge Jahre. Und wenn ich gemeint habe, es könnte etwa gar etwas sein, es hat sich auch immer wieder richtig gezeigt. Zwei Idioten halt, die habe ich schon oft gehört. Aber die haben andere Leute auch oft nur vernommen. Das ist ja gar kein Weiherz, nicht. Wenn sie es noch nie erlebt haben, dann haben sie halt noch nicht oft gegangen bei der Nacht. Das ist gerade, als wir, wenn Tausende von Hunden daherkommen. In der Luft aber. Große und kleine. Das hört man schon von Weitem daherkommen. Wenn's aber auf einen zukommt, nachher ist ein Sausen in der Luft, gerade wie wenn ein recht sakrischer Wind geht hat. Naja, die Weidjagd, die gibt's einmal ganz gewiss. Und da gibt's grad eins, dass man sich auf der Stei auf den Boden hinlegt und die Hände kreuzweis über die Brust tut. In der Senken, wo man sie einlegen kann, dann ist's noch besser. Wer aber's Hintergestell, ein wenig zu weit in die Höhe bringt, der muss mit, fort durch die Luft. Wenn's Licht wird, nachher lassen die Weide Jagd fallen. Ist schon oft da gewesen, dass in der Früh einer in den Kirschbaum dran gehängt ist. Der Wind heult, Pferde schnauben und Hunde bellen, unter ohrenbetäubendem Lärm, Geschrei und Gejohle braust eine wilde Heerschar aus Tieren und Jägern auf ihren Rössern durch den nächtlichen Winterhimmel. Erblickst du dieses Spektakel, so wirf dich zu Boden und suche Schutz, bevor es zu spät ist, denn sonst erfasst dich das Nachtgejeid, zehrt dich mit in die Luft durch Baumwipfel, Stauden und Dornen und hat dich in seiner Gewalt bis zum nächsten Tag anläuten, so auch in der folgenden Sage. Ein Häusler aus der Nähe von Hilgardsberg ging einstmals, ehe der Tag zu grauen begann, heimwärts. Unterwegs überraschte ihn das Nachtglut. Starr vor Schrecken blieb er am Straßenrande stehen und harrte der Dinge, die da kommen sollen. Hui, riss es ihn vom Erdboden auf und hob ihn hoch in die Luft. Gerade flog er über Gelbersdorf, als der Ton der Morgenglocke herüberklang. Plumps fiel er hier nieder. Sein Weib glaubte, er habe mit den Katzen gerauft, so war er an Gesicht und Händen zerkratzt. Wohl kaum ein Sagenmotiv zieht sich derart über den europäischen Kontinent wie der Mythos, den wir in Deutschland unter dem Begriff wilde Jagd, wütendes Heer oder in Bayern auch als Nachtgejeid kennen. Breiteren Schichten wurde der Begriff durch das 1835 erschienene Werk Deutsche Mythologie von Jakob Grimm bekannt. Wobei dieser Ausdruck in der deutschen Literatur bereits zuvor verwendet wurde. So stellt zum Beispiel der deutsche Dichter Theodor Körner schon 1813 in seinem Gedicht Lützows wilde Jagd das Lützowsche Freikorps in Bezug zur wilden Jagd. Der älteste Bericht jedoch geht auf einen normannischen Priester im Jahre 1091 zurück. In Bayern ist der älteste Nachweis der Münchner Nachtsegen aus dem 14. Jahrhundert. Dieser listet Geister und Gespenster auf, worunter sich auch Wutanes Heer und alle Sinemann
befindet. Verknüpft ist das Nachtgejeid, besonders mit den Rauhnächten. Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag zieht es unter fürchterlichem Gerassel, Jammern, Ächzen und Stöhnen durch die Lüfte. Sie besteht aus einer Schar Geistern, der Seelen derjenigen, die einen gewaltsamen oder vorzeitigen Tod gefunden haben, begleitet von ebenfalls geisterhaften Pferden und Hunden. Diese Geister müssen sich der wilden Jagd anschließen, bis sie von diesem Schicksal erlöst werden. Auch Hexen oder gar der Teufel höchstpersönlich sollen die wilde Jagd begleiten. Diese ist dem Menschen allerdings nicht von Haus aus feindlich gesinnt, doch hört oder erblickt man sie, so ist es ratsam, sich zu Hause einzuschließen oder sich im Freien auf den Boden zu werfen. Auch das Einhalten der Ruhe und dem gefälligen Verhalten zu den Feiertagen schützt einen vor dem Zorn der wilden Jagd. Ansonsten läuft man Gefahr, von der wilden Jagd erfasst und mitgeschleift zu werden, entweder bis zum nächsten Tag anläuten oder gar für die nächsten Jahre. Auch gilt sie nicht selten als Vorbote von Krankheit, Katastrophe oder Tod. Überliefert ist auch, dass in den Rauhnächten keine Wäsche draußen hängen bleiben soll, denn dort kann sich die wilde Jagd verfangen und Unheil über das Haus bringen. Vernimmt man statt des Lärms der wilden Jagd allerdings zarte Klänge aus dem Nachthimmel, so gilt dies als ein gutes Omen. Von solchen Ausprägungen der wilden Jagd wird allerdings nur selten berichtet. Der Anführer der wilden Jagd unterscheidet sich von Region zu Region. So wird in den skandinavischen Ländern Odin als der Führer der wilden Jagd beschrieben. In England ist es Herne, der Jäger. In Deutschland Wotan, Frau Holle oder Perchta. Letztere ist ebenfalls eng mit den Rauhnächten verknüpft. Sie ist gleichzeitig Richterin und Vollstreckerin, wenn sie jemanden erblickt, der die Regeln des menschlichen Zusammenlebens bricht und sich daran versündigt. Eine interessante Sage aus dem Bayerischen Wald verknüpft sogar den Ursprung eines Steinmassivs, dem großen Pfahl in der Nähe des Städtchens Fichtach, mit Wotan und dem wilden Heer. In uralter Zeit war der Bayerische Wald ein einziger großer und breiter Berg. Auf ihm stand die Götterburg Walhall aus Kristall. Der Göttervater Wodan lenkte von hier aus die Welt. Die Menschen im flachen Lande unten wurden aber immer schlechter. Das ergrimmte Wodan und er wollte sie mit seinen Helden vernichten. Siehe, da wankte eine Menschengestalt mit einem schweren Kreuz auf den Schultern den Berg herauf. Rote Blutstropfen rieselten unter der Dornenkrone über sein bleiches Antlitz. Es war der Heiland der Welt. Mit einem Mal konnte er nicht mehr weiter. Die Last drückte zu schwer. Er fiel mit dem Kreuze zu Boden. Von dem Falle erbebte der weite Berg. Unter Donnerrollen und Blitzeszucken sprang er auseinander. Aus dem Abgrund loderte Feuer empor. Davon schmolz der Kristall der Götterburg Walhall. Die geschmolzene Götterburg floss in den Abgrund. Da erhob sich Wodan mit dem Götterheer, aus der vernichteten Götterburg fliehend, in die Lüfte.
Nach Jahren kamen wieder Menschen in die Gegend, wo einst die Wodansburg Walhall gestanden hatte. Sie fanden nur noch Wald, Berg und Tal. Das Gebirge durchzog ein weißes Gestein. Es ist der geschmolzene und wieder erstarrte Kristall der Mauern der Götterburg. Die Menschen nannten es den Pfahl. In den Lüften hört man aber zuweilen des Nachts ein schreckliches Heulen, Brausen und Stürmen. Wer aufblickt, sieht Wodan mit dem wilden Heer auf feurigen Rossen reitend in der Luft dahinjagen. Man nennt es die wilde Jagd. Nur wer sich zu Boden wirft wie der Heiland, als er mit dem Kreuze fiel, dem kann die wilde Jagd nichts anhaben. Doch wieso gibt es den Mythos um die wilde Jagd? Am wahrscheinlichsten ist es, dass sie die Ängste der Menschen vor der Urgewalt der Winterstürme widerspiegelt. Denn im Winter wird es früh dunkel, die Stürme ziehen über das Land, die Bäume ächzen und Äste brechen. Aber auch einen erzieherischen Aspekt haben die Sagen um die wilde Jagd. Sie wird in den Geschichten auch oft mit bestimmten Feiertagen in Zusammenhang gebracht und straft die Menschen, die sich an die Ruhe an den Feiertagen nicht halten, so zum Beispiel in dieser Sage. Ein Mann arbeitete an einem Fronleichnamsfeste in seinem Wald. Als er heimging, ließ er sein Werkzeug liegen. Am Abend regnete es. Da fragte der Bauer, wer sich in den Wald gehen traue, um das Werkzeug zu holen. Es wurde schon ganz dunkel. Da meldete sich die kleine Dirn. Sie ging in den Wald um das Werkzeug. Die anderen blieben zu Hause und spielten Karten. Da kam das Nachtgeäut und warf einen Menschenfuß auf den Tisch hinein und schrie: »Da habt ihr auch etwas von eurer Magd!« Das Nachtgeäut hatte die Magd mitgenommen. Was haltet ihr davon? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Legenden über die wilde Jagd kennt oder ihr einem ähnlichen Phänomen bereits begegnet seid. Auch über Lob und Kritik oder einem Daumen nach oben freue ich mich sehr. Sehr gerne dürft ihr natürlich das Video teilen und weiterempfehlen.